Der letzte Spieltag in der Bundesliga steht an mit den Partien Bayern gegen Stuttgart, Hoffenheim gegen Dortmund, Hertha gegen Leipzig, Freiburg gegen Augsburg, Schalke gegen Frankfurt, Leverkusen gegen Hannover, Hamburg gegen Gladbach, Mainz gegen Werder und Wolfsburg gegen Köln. Tippt gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen, ebenso wie ein Abo und oder eine positive Bewertung. Oben in der Videobeschreibung ist der Link zum WM-Tippspiel, da könnt ihr mit mir und der Community in Anführungszeichen mittippen darum, wer es zum Weltmeistertitel schafft. Ansonsten viel Spaß jetzt mit dem Video, es geht los mit Bayern und oben in der Infokarte ist noch die Konferenz verlinkt. Zum Abschluss der Saison will der FC Bayern München vor heimischem Publikum nochmal ein schönes Spiel abliefern mit anschließender Meisterschaftsfeier, um dann den Fokus auf das DFB-Pokalfinale zu richten. Für den VfB Stuttgart geht es noch um die theoretische Möglichkeit zur Euroleague-Qualifikation. Doch das dürfte schwer werden, wenn man bereits nach 15 Minuten in Rückstand gerät. Corentin Tolisso, sein sechstes Saisontor, markiert hier den relativ frühen Führungstreffer. Zieler erst noch gut auf der Hut, aber gegen den Nachschuss ist er dann machtlos, kommt zu spät hoch und kann den Ball nicht mehr parieren. Also ein schöner Auftakt für die Bayern-Fans und insbesondere für Jupp Heynckes, der wohl jetzt wirklich sein letztes Heimspiel, sein letztes Bundesligaspiel bestreiten wird. Eine Ära geht zu Ende, anders kann man es nicht sagen, und die Bayern machten es wirklich gut, wollten den Abschluss der Karriere von Jupp Heynckes nochmal ein schönes Abschiedsgeschenk schnüren. Im zweiten Durchgang kam dann der VfB Stuttgart auch nach vorne. Nach einer Ecke von Erik Tommy legt Gomez den Ball auf Christian Gentner. Der Ball wäre vorbei gewesen und Kaminski stand sowieso im strafbaren Abseits. Der VfB probierte es, schlug sich gut, aber der Rekordmeister war kaltschnäuziger und spielte zielstrebiger nach vorne. Rafinha mit dem perfekten Ball, Gentner kommt nicht hinter Wagner her und der macht ein fantastisches Tor zum 2:0. Die Entscheidung in der 81. Spielminute. Ein kleiner Wermutstropfen für die Elf von Taifun Korkut zum Abschluss einer herausragenden Rückrunde. Wird vermutlich keinen größeren oder bleibenden Schaden anrichten. Der FC Bayern war eine Nummer zu groß am heutigen Nachmittag, schlägt Stuttgart verdient mit 2:0 und schenkt Jupp Heynckes zum Abschluss seiner Karriere nochmal einen Bundesligasieg. Die TSG aus Hoffenheim möchte zumindest den vierten Platz verteidigen. Ein Sieg wäre dafür fast Pflicht und Borussia Dortmund muss noch aufpassen, dass sie nicht unten reinrutschen, beziehungsweise in die Europa League unten reinrutschen. Und wenn es so anfängt, dann muss man sich durchaus Sorgen machen bei der Elf von Peter Stöger. Es gab am Wochenende nach der Niederlage gegen Mainz schon wieder Unruhe, weil Sebastian Rode ein paar Stimmen abgegeben hat, die nicht so gut ankamen. Und es startete hier für die Dortmunder sehr schlecht, aber sie kamen postwendend zurück. Zehnte Spielminute, Maximilian Philipp, sein zehntes Saisontor, egalisiert die frühe Führung der Sinsheimer. Ein Punkt würde Dortmund locker reichen für die Qualifikation zur Champions League. Hoffenheim würde nicht rankommen und Leverkusen ebenfalls nicht, die punktgleich mit Hoffenheim dastanden. Zumindest zu Anfang der Partie, denn mit diesem Sieg, mit diesem Führungstreffer, der jetzt wieder hergestellt war von Kevin Vogt nach 23 Spielminuten, waren es bei Hoffenheim 55 Punkte und bei Dortmund ebenfalls 55. Das Torverhältnis sprach noch für den Gast aus Dortmund. Doch sie konnten es vor der Pause nochmal rumreißen. Doppelpack Maximilian Philipp. Der Ausgleich war wiederhergestellt. Die Nachspielzeit der ersten Hälfte war schon rum. Hoffenheim wurde unachtsam und Dortmund nutzte das aus. Im zweiten Durchgang ging es torreich weiter. Vier Treffer schon in der ersten Hälfte. Der erste im zweiten Durchgang gehörte dann
aber für Dortmund die erstmalige Führung für den Gast nach 53 Spielminuten. Das dritte Tor in dieser Partie von Maximilian Philipp, der heute im Sturm Gold wert war. Eine klasse Partie von beiden Teams und es ging spektakulär weiter. 64. Spielminute, da wird auf der rechten Seite Piszczek nicht angegriffen. Die Flanke kommt, Schürrle perfekt per Kopf oben links rein, setzt sich im Kopfballduell gegen Pavel Kaderabek durch, der nach Sperre wieder dabei war. Und für Baumann ist nichts zu halten, es stand 2:4 und es ging immer weiter. Schürrle mit der Vorlage auf Götze, das kennen wir aus dem WM-Finale 2014. 2:5, das dritte Saisontor für Mario Götze. Kevin Akpoguma kommt zu spät, um den Ball noch von der Linie zu kratzen. Aber die Sinsheimer bewiesen zumindest Moral und kam postwendend noch zum 3:5. Marc Uth verabschiedet sich in Richtung Gelsenkirchen. Mit seinem 15. Saisontor hat einen großen Einfluss darauf gehabt, dass es auf jeden Fall europäisch wird für die TSG. Die Frage ist, wie schlägt sich Leverkusen gegen Hannover? Mit einem Punkt würde Hoffenheim dann nur in der Euroleague spielen. RB Leipzig möchte jetzt aus eigener Kraft die Qualifikation für die Europa League dingfest machen. Die Gefahr besteht noch rauszurutschen. Es muss einiges dafür schieflaufen. Doch richtig in der Partie waren sie nicht drin. Nach dem guten 4:1 gegen Wolfsburg zu Beginn waren sie dort auch nicht die bessere Mannschaft. Hier ist es auch wieder der Kontrahent, der besser aufspielen konnte. Und so kam dann auch der Treffer zustande. Davy Selke, der Ex-Leipziger, der schon im Hinspiel für die ein oder andere Geschichte und Schlagzeile gesorgt hat, ist wieder derjenige, der für die Hertha trifft. Klasse gemacht, gute Annahme. Kampel kommt nicht mehr an den Ball. Gulaschi aus kurzer Distanz ist dann chancenlos. Also die verdiente Führung für die Hertha. Nochmal Party im Olympiastadion. Über 55.000 Gäste in der Hauptstadt. Aber Hoffenheim wollte vor der Pause das Ergebnis gleichstellen. Jahrstein mit einer tollen Parade gegen Naby Keita, der sein letztes Spiel für Leipzig absolviert. Hätte hier sicherlich gerne nochmal getroffen. Wir springen in den zweiten Durchgang. Leipzig wurde jetzt besser und auffälliger. Paulsen wird nicht richtig angegangen. Rehkick dazwischen, dann kriegt er nochmal den Abschluss. Jahrstein kann es dann parieren. Der Ball danach geklärt. Es kam nochmal die Möglichkeit auf für Hertha, schon frühzeitig alles klar zu machen. Davy Selke fast wieder Doppeltorschütze, trifft nur das Gebäck. Es war aber eine schwache Auswärtspartie der Roten Bullen und so kann sich Berlin mit dem Siegtreffer von Davy Selke am Ende mit Platz 10 in der Liga sehr zufrieden schätzen und eine doch sehr zufriedenstellende Saison auch erfolgreich abschließen. Der Sportclub aus Freiburg hat noch die Minimalchance oder das Risiko, auf den Relegationsrang abzurutschen. Dafür müssten sie verlieren und Wolfsburg müsste dreifach gegen Köln punkten. Das wollten sie verhindern und so kamen sie frühzeitig zur ersten Möglichkeit. Robin Koch per Kopf verfehlt er ganz knapp das Gehäuse. Auf der anderen Seite die Fuggerstädter, die ja schon gerettet sind, die machten es besser. Alfred Finn Bogason, 13. Saisontor, klasse Treffer, legt sich den da gut rum. Von Geoffrey Chauveleo bedient. Und Gulde sieht relativ alt aus für Schwolo, ist dort nicht zu parieren. Es stand 0:1 und es fing das Zittern an bei der Elf von Christian Streich, doch die konnten sich nach einer halben Stunde zu Wort melden, nach vorne und wie, Mike Franz, lange verletzt gewesen, oben links rein, Traumtor, erstes Saisontor für den Rückkehrer, der ja in den letzten Wochen schon wieder ran durfte und jetzt auch das erste Tor in dieser Spielzeit erzielen konnte, klasse gemacht. Haut einfach rauf und dann passt er perfekt für Marvin Hitz, der sein letztes Spiel für Augsburg verrichten sollte an diesem Nachmittag
gibt es dort rein gar nichts zu halten. Zweiter Durchgang, Augsburg war etwas bissiger, weil Freiburg sich auf diesem Resultat ausruhen wollte. Ein 1:1 würde sie ja sicher in der Liga halten. Kajubi nach 67 Spielminuten vergibt erstmal die Chance, den Führungstreffer herzustellen. Der kam dann aber in der 73. Gregoritsch auf Raube. Leo, das erste vorbereitet, das zweite macht er selber. Unglaublich, der Innenverteidiger, der Spieler des Spiels. Sein erstes Saisontor, ebenso wie Mike Franz auf der Gegenseite. Er hat jedoch schon den ein oder anderen Einsatz mehr auf dem Zettel zu stehen. Als Innenverteidiger kommt er selten nach vorne. Jetzt war er erfolgreich für Freiburg. Wurde es enger. 2:2 würde es am Ende zum Klassenerhalt bringen. Aber Mike Franz vergab die letzte gute Chance. Kein Doppeltorschütze beim SCF. Und so gewinnt Augsburg mit 2:1. Schließt eine Saison super ab mit einem Erfolg beim Sportclub. Und die müssen jetzt hoffen, dass Köln nicht verliert gegen den VfL Wolfsburg. Vizemeister, das perfekte Resultat für den FC Schalke 04 in dieser Saison. Unter Domenico Tedesco werden sie sehr zufrieden sein. Am Ende vor Dortmund zu stehen, gab es ja in den letzten Jahren recht selten. Nach 6 Minuten Guido Burgstaller mit der ersten guten Möglichkeit, bekommt den Ball von Konoplyanka aufgelegt. Der streift am Außennetz gerade so vorbei. Aber auch Frankfurt in der Partie. Der 7. Platz sollte zumindest gesichert werden. Leipzig gegen Hertha ja schon erfolglos gewesen. Schon mal ein guter Ausgangspunkt, den 7. Platz zu halten. Besonders auch, weil Stuttgart verloren hat. Leipzig spielt ja eine untergeordnete Rolle. Aber mit diesem Unentschieden würden sie sogar auf Rang 6 vorschreiten können. Ein Führungstreffer hätte die Elf von Niko Kovac sicherlich glücklicher gemacht. Aber vor der Pause kam der Gastgeber Caligiuri mit der Kopfballvorlage. Franco Di Santo, 4. Saisontor. Und die Königsblauen waren doch noch vor der Pause in Führung. Nach dem 2:1 in Augsburg stand es ja, wie angesprochen, schon fest. Der 2. Tabellenplatz, aber vor eigenem Publikum möchte man sich nochmal gut verabschieden aus der sehr erfolgreichen Saison. Der 2. Durchgang konnte dann kaum mit spielerischen Highlights glänzen. Wir sind bereits eine Viertelstunde vor dem Ende und das Highlight der Partie folgte dann Alex Meyer, der ja schon gegen Hamburg eingewechselt wurde, traf noch zum 3:0. Hier stand er zumindest eine Viertelstunde auf dem Platz, konnte keine Akzente mehr setzen. Schalke auf der Gegenseite hatte nochmal die Möglichkeit, das 2:0 zu erzielen. Lukas Radetzky war dann rechtzeitig unten, wird ja nächste Saison voraussichtlich auch nicht mehr bei Frankfurt spielen. Und so gewinnt Schalke mit 1:0 und die Eintracht muss hoffen, dass Gladbach nicht gegen den HSV gewinnt. Ansonsten würde man Rang 7 auch noch verspielen am Ende der Saison. Die 3:5-Pleite von Hoffenheim gegen Dortmund bot dann Leverkusen die Möglichkeit, parallel spielend natürlich, auf den 4. Rang vorzuziehen. Mit einem Unentschieden wäre das schon gewährleistet, doch es ging rabenschwarz los für die Elf von Heiko Herrlich. Martin Hanek nach 9 Minuten mit seinem 9. Saisontor markiert er den Führungstreffer für die Hannoveraner. Die Elf von André Breitenreiter super eingestellt, nachdem sie endgültig beim 3:1 gegen Hertha die Klasse halten konnten, starteten sie hier super in die 90 Minuten. Doch auf der anderen Seite konnte sich Leverkusen durch ein Traumtor von Julian Brandt wieder ranarbeiten. Auch sein 9. Saisontor führt zum Treffer, führt Schauner nicht zu halten. Der versucht überzugreifen, kommt aber nicht ran. Und so stand es nach 15 Minuten 1:1. Der 2. Durchgang ging ähnlich spektakulär weiter. Eine schöne Partie von beiden Seiten. Sehr unterhaltsamer Fußball, sehr spielstark. Fossum mit dem Eckstoß. Martin Hanek
schrammt haarscharf an seinem 10. Saisontreffer vorbei. Aber wir sehen's ganz knapp vorbei. Die halbe Stunde, die noch zu gehen war, wurde dann wieder offener. Auch Leverkusen kam dann zu Angriffen. Hannover hatte die etwas besseren Möglichkeiten. 5 Minuten später, Leverkusen wieder auf dem Weg nach vorne. Dieser Punkt würde ja schon reichen für die Champions League. Alario macht aber alles klar. Das 2:1, ebenso wie der Treffer von Julia Brandt. Ein wunderschöner, vielleicht sogar noch etwas besser als von seinem Teamkollegen. Für Schauner noch weniger zu halten, der war nicht mal in der Nähe des Balls. Und so schlägt er dann oben ein. Leverkusen qualifiziert sich damit für die Champions League, zieht auf Rang 4 vor und kann damit eine erfolgreiche Saison nochmal krönen. Erleichterung pur bei Sandro Schwarz und seiner Elf aus Mainz. Der Klassenerhalt durch 2 überragende Siege gegen Leipzig und Dortmund festgemacht. Hier starteten sie aber miserabel in die Partie gegen Werder Bremen, die sich schon Spieltag vorher retten konnten. Zlatko Junuzovic, der am Ende der Saison den Verein verlassen wird, verabschiedet sich mit einem wunderbaren Geschenk für die Fans, weil dort ein katastrophaler Fehler von Diallo sofort bestraft wird. 1:0 also für Bremen. Der Österreicher kann auf eine wunderbare Zeit bei Bremen zurückschauen. Es kam noch besser für die Gäste. Stefan Bell mit dem Foul in der 35. Spielminute legte Max Kruse. Klare Sache. Elfmeter und die Chance zum 2:0. Max Kruse nahm sich der Sache an und machte das ganz souverän. Sein 7. Saisontor. Schauen wir drauf. Perfekt getreten. Oben links rein. Keine Chance, da irgendwas zu halten. Der zweite Durchgang war dann relativ lange auf recht beschaulichem Niveau. Werder Bremen dann mit der nächsten Möglichkeit zu erhöhen. Rashica, Delaney, dabei wird von Müller erstmal geklärt, aber nur unzureichend. Gondor fällt der Ball auf den linken Schlappen und da fehlt nicht viel zum dritten Treffer der Partie. Auf der anderen Seite, Mainz wollte zumindest noch den Ehrentreffer erzielen. Gebrselassie hat was dagegen und wirft sich in den Schuss von Muto. Und so endete die Partie dann, in der es nur noch um die goldene Ananas ging, mit 0:2. Mainz und Bremen werden aber mit Gewissheit nächste Saison wieder in der Bundesliga auflaufen und dann auch noch besseren Fußball hoffentlich bieten können. Das Highlight respektive Lowlight boten Hamburg und Wolfsburg in dieser Saison. Am 34. Spieltag ging es für beide Mannschaften um die Existenz. Die Ausgangslage war klar. Hamburg musste gewinnen und Köln musste Wolfsburg schlagen. Es ging gar nicht schlecht los. Klasse Parade von Jan Sommer gegen den Schuss von Philipp Kostic. Sie brauchten den Treffer, um auch eventuell Wolfsburg nervös zu machen. Da würde sich im Stadion das Ergebnis sicherlich rumsprechen. Und weiter ging es mit der nächsten Möglichkeit für Hamburg. Gideon Jung mit dem Kopfball, der aber 2 Meter vorbeiging. Wir springen nach Wolfsburg. Eine halbe Stunde gespielt. Nervöser Auftritt für den VfL. Geht es eben auch darum, den 16. Platz zu verteidigen. Sie haben etwas zu verlieren. Der erste FC Köln konnte frei aufspielen und macht in der 33. Spielminute das 1:0. Vincent Cosiello mit dem Führungstreffer und das dürfte im Volksparkstadion bestens ankommen. Stefan Rutenbeck möchte sich mit seiner Elf gut verabschieden. Und das war der erste Schritt in diese Richtung. Cosiello viel zu einfach an der Verteidigung vorbei. Brümer ist es, der nicht hinterherkommt. Castells ist dann chancenlos, das ärmste Schwein in dieser Situation, wie schon des Öfteren in dieser Saison. Der VfL Wolfsburg stand jetzt aber trotzdem noch auf Rang 16, weil der HSV eben nicht führte, aber sie wollten trotzdem auch den Führungstreffer erzielen.
Doch die größte Möglichkeit kam erstmal vom Gegner. Jojic köpft aufs Tor seines eigenen Keepers. Kein Problem für Timo Horn. Wieder im Volkspark. Der HSV ebenfalls auf dem Weg nach vorne. Sie braucht noch ein Tor, um sich zu retten. Doch Gladbach ist nicht zu verhindern. Die sind mittlerweile richtig gut in der Saison drin. Vielleicht etwas zu spät für die Euroleague-Ränge. Doch die Elf von Dieter Hecking will auch mit einem positiven Gefühl aus der Spielzeit gehen. Die Doppelchance. Pollersbeck in beiden Situationen. Klasse zur Stelle. Und auf der Gegenseite dann keine Viertelstunde mehr zu gehen. Philipp Kostic. 1:0. 79. Spielminute. Der HSV auf Platz 16 mit diesem Resultat. Und der Pechvogel aus den vergangenen Wochen scheint jetzt für den HSV die Rettung zu sein. Verschossene Elfmeter, verschossene Großchancen, alles vergessen, wenn dieser Treffer dazu führt, dass der HSV am Ende Relegation spielen kann. Wir schauen kurz auf die Tabelle. So sieht es Stand jetzt aus. Freiburg muss sich keine Sorgen mehr machen. Der VfL pocht nur noch darauf, einen Treffer zu erzielen. Aber in Wolfsburg fehlte eben nur einer. Und dann kam es kurz vor dem Schluss. Dicker Fehler. Udo Kai auf den eingewechselten Origi mit der Riesenmöglichkeit. Symptomatisch vergibt er diese Chance. Der VfL verliert, steigt ab, weil der HSV das 1:0 gegen Gladbach über die Zeit retten kann. Bei dem HSV ist es Freude, aber mehr auch nicht. Ein wenig Erleichterung kann sich durchaus breit machen. Das Minimalziel ist geschafft. Das Wunder auf der anderen Seite steht noch aus im Relegationsspiel dann gegen Holstein Kiel. Aber erstmal haben sie ihre Galgenfrist verlängert. Der VfL steigt ab und der HSV rettet sich mal wieder auf den 16. Platz in der Bundesliga. Yo, das war die Prognose zu alle Spiele, alle Tore. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo und oder einen Daumen nach oben freuen. Tippt gerne mit in den Kommentaren. Oben in der Videobeschreibung ist der Link zum WM-Tippspiel. Da könnt ihr mit mir gegen mich tippen, was auch immer. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch da anmelden würdet. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, viel Spaß nochmal mit der Bundesliga. Was glaubt ihr, wer schafft es oben in die europäischen Ränge? Und wer steigt ab? Macht's gut, genießt es nochmal. Morgen kommt dann die Konferenz der zweiten Bundesliga. Bis dann und ja, danke fürs Zusehen. Schönen Tag noch. Ciao.